Ja, herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir hier zu dritt sind, Anna-Verena und Felix. Wir haben es aufgeteilt in zwei Teilen. Zuerst werde ich ein paar Fragmente diesen recht langen Text vortragen hier auf Deutsch. Das Original ist auf Englisch und die deutsche Übersetzung kam vor ein paar Monaten raus in der Zeitschrift Lettre. Also da können Sie das Ganze nachlesen. Und nachher werden wir reden über, ja, wo wir sind eigentlich jetzt und spezifisch eingehen auf diese Frage, wie es eigentlich weitergeht mit diesem Phänomen Internet und Plattformgesellschaft in dieser großen Zeit von Krisen, insbesondere natürlich die Klimakrise und generell uns fragen, ja, wie wir mit Kritik und Theorie und Kunst natürlich auch uns darüber Gedanken machen können, wie wir intervenieren, wo wir eigentlich hier in Deutschland und in Europa stehen zu diesen Fragen und was für mich und was für euch auch wichtig ist, nämlich die Frage, was tun. Ne? Also das sind immer keine recht unschuldige Fragen, aber immer auch politisch Frage nach welche Konzepte wir haben, nicht nur welche Kritik wir haben, aber auch welche Alternative wir entwickeln und insgesamt gesellschaftlich, in welche Richtung eigentlich diese Technologie gehen soll. Also, ich fange an. Extinction Internet. Über das Absterben der Internet-Einbildungskraft. Extinction Internet erzählt die Geschichte von Degrowth, der Beendigung der Datenextraktion und ja, von Momenten, in denen die Bildschirme schwarz werden und das Scrollen zum Verhängnis wird, das abrupt aufhört. Es ist auch eine Frage des Notfallsdesigns, ein radikales Versprechen, dass die Implementierung von Datenvermeidungsprinzipien in Geräte immer noch möglich ist, wenn man davon ausgeht, dass wir bald den Peak Data möglicherweise erreichen und dass aktuelle Maßnahmen wie ethische KI und gute Daten weder soziale Gerechtigkeit schaffen noch den Rassenkapitalismus beenden oder die Klimakatastrophe abwenden werden. Um es in postapokalyptischen Science-Fiction-Begriffen auszudrücken, kein Solarpunk, sondern Lunarpunk. Extinction Internet ist nicht nur eine Weltuntergangsfantasie der digitalen Technologie, die eines Tages durch einen elektromagnetischen Puls ausgelöst, durch eine Massenvernichtungswaffe in einer Blitzsekunde ausgelöscht wird. Das Aussterben des Internets ist das Ende einer Ära von Möglichkeiten und Spekulationen, in der Anpassung keine Option mehr ist. Die Trauer über das Verschwinden des werdenden Internets begann schon früher, als die Plattform die kollektive Vorstellungskraft abschottete. Es fühlt sich so an, als sei ein anderes Internet nicht mehr möglich. Unsere Aufgabe wird es sein, die Entropie zu überwinden und die Entautomatisierung von allem umzusetzen.
vor einem Exodus der sozialen Medien, den Abbau von Rechenzentrum, Umverlegung von Glasfaserkabel und Stilllegung von Siri, Alexa bis ChatGPT verstummt wird. Meine Generation hat früh herausgefunden, dass das Internet im Sinne der Derridas und Stieglers ein Pharmakon ist. Es ist sowohl toxisch als auch kurativ. Die Kritik an den grundlegenden Prämissen, zum Beispiel die kalifornische Ideologie, ist daher sowohl eine Ablehnung als auch ein Angebot. Wir lassen sie Analyse und Kritik zu radikalen, pragmatischen Netzwerken zusammenführen, die auf Forschung, Politik und Entwicklung von Alternativen Einfluss nehmen können. Erst Diagnose, dann wiederherstellende Pflege. Das wäre sowas, wie Stiegler sagen würde. Zwei notwendige Schritte, um den Prozess von Heilung einzuleiten. In meinem Fall gehen diese Ideen zurück auf zwei Werke, die meinen intellektuellen Werdegang bestimmten. Zum einen ist das Klaus Teweleits Männerfantasien aus 1977 über die psychischen Wunden der deutschen Arbeiterklasse, die sie für die Versprechen der Nazis, ihre Würde zurückzuerlangen, empfindlich machten. Und zum anderen auf Elias Canettis Masse und Macht aus 1961, ein Klassiker der inzwischen verschwundene Disziplin namens Massenpsychologie, die ich 1983 noch am Kurt-Baschwitz-Institut in Amsterdam als einziges Fach studierte. Und danach verschwand es. Also, und diese Disziplin ist, ja, Massenpsychologie gibt es also nicht mehr. Also, deren historische Antifa-Frage, diese beiden Autoren, steht auch heute noch wieder im Raum. Nämlich, wie lässt sich der faschistische psychische Panzer abbauen? Warum sind die Menschen immer anfälliger für zum Beispiel Verschwörungstheorien, Fake News oder paranoide Migrationsmythologien und so weiter. Ne? Und das ist, beschäftigt uns heute noch oder wieder. Mit korrekten, objektiven Informationen lassen sie sich nicht entkräften. Und das ist das Problem. Nicht? Also die Aufklärung fällt da und wir müssen anderes machen. Der Positivismus bringt uns nicht weiter und reproduziert lediglich die herrschenden Formen der Vorherrschaft. Es gibt also eine bittere Lehre aus der Vergangenheit. Besonnenheit wird den Faschismus nicht überwinden. Aber was bedeutet das für die heutige digitale Frage sozusagen? Das ist dann meine Frage und mein Hauptwerk sozusagen. Der faschistische Code zu knacken war eine von vielen Ausgaben meiner Zwischengeneration, die im langen Schatten des Zweiten Weltkriegs, der Kalten Krieges und des Erbe der 68er Generation, meine Lehrer, aufgewachsen ist. Der Faschismus mag damals militärisch zu einem hohen Preis besiegt worden sein, aber seine Wurzeln wurden während des Kalten Krieges und Klassenkompromiss geprägten Nachkriegszeit nicht beseitigt. Es ist daher auch kein Zufall, dass die Frage, wie man ein nicht-faschistisches Leben, wie Michel Foucault es damals formulierte, erst in den 70er Jahren aufkam,
als Rezession und Sparpolitik in den Westen wieder zurückkehrten. Welche Art von digitaler Technologien des Selbst müssen entworfen werden, um uns auf eine vorherrschende Norm entgegengesetzte Weise kennenzulernen? Wie kann man ein Leben ohne Plattform führen und dennoch die Vorteile sozialer Netzwerke genießen? Und das wäre vielleicht eine zentrale Frage, mit der ich mich in den letzten 10, 20 Jahren befasst habe. Ich gehe ein bisschen weiter und ich gehe da hier auch auf die Frage ein, ja, über die Bedeutung von Psychoanalyse, wie Franco Berardi aus Italien heutzutage formuliert und versucht da auch so Grundsteine für eine Psychoanalyse des 21. Jahrhunderts unter digitale vernetzte Bedingungen zu formulieren. Und Raphael hatte einen Verweis gemacht hier auf mein Buch Sad by Design. Ja, und da versuche ich das nachzuzeigen. Und in diesem Essay versuche ich das auch wieder von Neuem aus aufzubauen, wie eigentlich die technopsychologischen Bedingungen sind, wo wir keinen Unterschied eigentlich mehr machen können zwischen die Architektur dieser Technologien und Plattformen und unserer geistliche, mentale, psychische, aber auch physische Lage. Von Abermillionen, oder man muss so sagen, ich rede immer über Online-Billions, ne? Und ich scheue mich auch nicht dafür. Ich habe selbst gesehen, wie das Internet von ein paar Millionen jetzt auf über 5 Milliarden Benutzer aufgewachsen ist. Und das ist natürlich an sich damals vielleicht verhandelt worden als Demokratisierung, aber wir müssen natürlich unter den hiesigen Bedingungen auch sagen, dass diese Vermassung das auch bedeutet, und wir müssen davon Rechnung tragen, dass all diese Milliarden von Benutzern auch natürlich betroffen sind und innerhalb dieser Architekturen sich bewegen. Sie haben keine Freiheit, sich da außerhalb aufzuhalten, mehr, leider. Und das ist der Werdegang sozusagen des Netzes, vor allem in den letzten 10 Jahren. Und ja, dafür muss ich natürlich auch Verantwortung tragen. Meine Generation muss dafür Verantwortung tragen. Zumindest ist meine Meinung. Ja, jetzt wird die Möglichkeit aufgeworfen, dass das Internet verschwindet. Und was bedeute ich damit? Was verschwindet hier? Na, das ist eine wichtige Frage, weil oft fragen Sie Leute mir, ja, Extinction Internet, ich sehe davon überhaupt keine Beweise, es gibt Internet, gibt es nach wie vor. Zuerst ist natürlich, ist es diese Bewegung, dass das Internet als solche aus der öffentlichen Debatte ist verschwunden. Wir reden nicht mehr darüber, es ist eigentlich sowas wie Wasser und Elektrizität geworden. Übrigens bei Gas ja, fängt es schon ein bisschen an, weil da wird es schon problematisch. Also wissen wir schon, dass all diese Bedingungen, die wir täglich benutzen, eigentlich immer fragwürdiger geworden sind. Und das ist natürlich während der Ukraine-Krise und Krieg und der Invasion von Putin, ja, ist das die Frage geworden. Eigentlich hatten wir immer Gas und jetzt nicht mehr.
Ja, gut. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mit Internet etwas Ähnliches passieren wird. Aber gut, das Internet verschwindet also im Hintergrund. Und das ist ein Problem. Es verschwindet auch in ein sozusagen, wie Yukui und andere das auch nennen, ein Techno-Unbewusstsein. Mhm. Ja, es ist zwar da, aber kommt eigentlich erst zu Vorschein, wenn es nicht mehr funktioniert. Mhm. Ja. Dann gibt es die andere Lesung von Extinction Internet, nämlich die Vorstellung, nämlich, dass wir keine alternative Blaupause mehr haben. Das heißt, dass die Möglichkeit, es anders zu gestalten, nicht mehr vorhanden ist. Dies ist unser Moment der unbequemen Wahrheit. Nicht nur sind unendliche Möglichkeiten im Plattformrealismus implodiert, sondern wir stehen auch vor der existenziell bedrohlichen Horizont der Endlichkeit. Es geht nicht nur um TCP/IP oder Packet Switching, also es geht nicht um technische Probleme. Extinction Internet markiert das Ende einer Epoche kollektiver Vorstellungskraft, die in vielerlei Hinsicht gezeigt hat, wie alternative vertikale und horizontale Technologie-Arrangement möglich waren. Nicht ein Stapel, sondern viele Plateaus oder Stacks. Irgendwann werden die Stagnation und der Abschwung im Detail nachgezeigt werden. Aber jetzt besteht die Aufgabe darin, den Zusammenbruch zu theoretisieren. Und da liegt eigentlich auch diese metaphorische nahe Wahlverwandtschaft, kann man sagen, mit Klimakrise. Mhm. Ja, es gibt eine Internetkrise und eine Klimakrise und wir müssen die zusammendenken. Natürlich kann man das buchstäblich zusammendenken und sagen, Internet benutzt immer mehr Elektrizität, was auch stimmt. Ne? Und alles, was zuvor hier über KI oder virtuelle Welten gesagt wird, muss man immer wieder denken, ja, das läuft alles über Datenzentren und die benutzen immer mehr und mehr Energie. Und ein, zwei Jahre her gab es den Moment, dass Leute im Krypto-Bereich aufgewacht sind und sich die Fragen stellen musste, wie viel Bitcoin und Ethereum eigentlich benutzten. Und ja, dann kam es ganz schnell raus, dass es jede Menge Elektrizität ist. Das ist zwar klein, jetzt schon im Vergleich zu KI, ja, was von vielen, vielen benutzt wird. Und gut, es gibt also diese buchstäbliche Verbindung, aber ich glaube, es geht um mehr. Und darüber möchte ich hier reden. Und ich glaube, ich würde sagen, fangen wir mit der Diskussion an. Perfekt, perfekt. Wunderbar, vielen Dank erstmal, Gerd, für die Einblicke in deine aktuelle Arbeit. Vielleicht sollte ich dazu noch erwähnen, dass es die Schrift Open Access gibt, wie alles, was ihr beim INC publiziert. Also das PDF ist verfügbar bei euch auf der Homepage für diejenigen, die das noch weiterhin interessiert. Ich würde eingangs gerne nochmal auf dieses Konzept, du hast jetzt schon einiges dazu gesagt, Extinction Internet eingehen und nachfragen. Was war der initiale Anstoß für dich, nochmal darüber nachzudenken, dass du einen neuen Begriff prägst? Und zum Zweiten vielleicht auch die Frage, der Begriff stammt ja, wenn ich das richtig erinnere, von einer, du nennst sie glaube ich Substack Persona, und zwar Angelicism 01, die auch damit bestimmte Gedanken verbunden hat. Vielleicht könntest du da noch etwas drüber sagen, was da der initiale Anstoßpunkt für dich war, das aufzunehmen und dann auf der Basis das sozusagen in einen neuen Begriff überzuführen. Ja, Angelica 01
ist eine, ich glaube, nicht fiktive Figur, aber weiter nicht bekannt. Ich nehme wahrscheinlich an aus den Vereinigten Staaten, aber sehr viel mehr weiß ich davon nicht. Und ich bin auch nicht sehr gespannt über, wer dahinter steckt. Kommt aus einer Szene von New Models und Do Not Research, der sogenannte Dark Forest, was ein Bereich ist, das ist nicht ganz illegal, also so soll man es nicht vorstellen, aber es ist doch ein Versuch, ein Dialog, eine Subkultur aufzubauen außerhalb dieser Plattform und auch außerhalb dieser Sichtbarkeit und Findbarkeit. Natürlich, weil Google steckt immer da hinten. Wir können alles mit Suchmaschinen auftreiben. Ja, und das ist eben hier nicht der Fall. Und das kreiert doch einen gewissen Freiraum, muss ich sagen, um genau diese Fragen zu stellen. Und ich sehe darin auch vielleicht Trauer, muss ich Sadness oder eine Melancholie über die Möglichkeiten, die es vielleicht mal gab, aber dass es keinen Weg zurück mehr gibt. Also diese ganz genaue Betrachtungen, die da gemacht werden, zum Beispiel mit dem Begriff Extinction Internet zu kommen, ist nochmal ganz, ganz anders als die TikTok-Generation sozusagen. Das ist eigentlich das genaue Gegenteil von der ganzen sozialen Medien-Logik. Und in dem Sinne fängt es da eigentlich auch an. Also die Kritik, die wir fast jetzt 10 Jahre entwickelt haben auf diesen sozialen Medien und die ganz, ganz krasse psychische Auswirkung, die es gehabt hat, die kulminiert jetzt irgendwo, ja, das führt jetzt zu etwas. Und ich würde sagen, es führt zu einem Endpunkt, wo die, vor allem die junge Generation sehr, sehr genau sieht, dass es so nicht mehr weitergeht. Ich würde einhaken, weil ich fand das wahnsinnig spannend. Halt das sehr? Ist das in Ordnung? Okay. Ja. Ich fand das wahnsinnig spannend, was du eben gesagt hast, dass du immer mit zwei unterschiedlichen Lesarten so ein Stück weit konfrontiert wurdest. Einerseits diese Lesart, dass man sagt, okay, warum das Internet verschwindet in so einer Form von Totalisierung, so einer Verabsolutierung des Internets, dass es quasi so zur Infrastruktur wird. Ne? Man hat sofort dieses Mark Weiser-Zitat im Kopf, ne? Das ist unglaublich wichtig, dass das quasi im Hintergrund verschwindet und wie gesagt zu dieser sozialen Infrastruktur wird. Und andererseits eben mit dieser Sadness, was du eben sagtest, verbunden, Extinction Internet als die Vorstellung, die man so in den 90er Jahren vielleicht hatte, dass die halt zerbröckelt ist, dass die verschwunden ist, dass die, oder besser gesagt in Anführungszeichen verschwindet, dass die aufgelöst wurde eben in diesen Plattformkonzernen, die in gewisser Weise das Internet dominieren. Deswegen hatte ich dann dein Buch auch so ein Stück weit oder deinen Vortrag so ein Stück weit vielleicht dahingehend gelesen, dass du auch so eine positive Wendung drin hast. Ne? Okay, es ist jetzt vorbei. Wir haben so eine Abstoßungsenergie, ne, dass wir da raus wollen. War ich da vollkommen auf der falschen Seite? Oder? Nein, und deswegen ganz am Ende gehe ich natürlich auch wieder zurück nach Walter Benjamin und versuche da vor allem in seinen ganz, ganz späten Arbeiten, kurz vor seinem Flucht und Selbstmord, da reinzugehen und zu lesen, wie wir heutzutage eigentlich daraus doch eine Hoffnung holen. Weil ich glaube schon, und das ist sehr wichtig, dass man diese dunkle, vielleicht auch apokalyptische Vorstellungen
die kann man schon auch sehr, sehr gut politisieren, therapeutisieren und umdrehen. Nicht verneinen oder nicht sagen, das gibt es alles nicht, weil das hatte ich ja auch sehr gut gezeigt. Man kann bei Depressionen oder bei ganz tiefe und diffuse Formen von Traurigkeit kann man nicht sagen, na gut, weg damit und wir schuften weiter und so geht das nicht. Aber wir haben natürlich in den letzten 5 Jahren vor allem gesehen, dass sehr, sehr viele soziale Bewegungen natürlich auch gesehen haben, ja, wir müssen das als Anfangspunkt nehmen, genau. Nicht verneinen, sondern sehen, dass das neue Anknüpfungspunkte sind für soziale Formen, für soziale Bewegungen, und deswegen sehen sehr viele auch die Verbindung zwischen MeToo, Black Lives Matter, Extinction Rebellion und so weiter, ja, letzte Generation und so weiter und so fort. Ja? Das ist ein ganz, ganz normales eigentlich Spektrum, ja? Wo wir sehen, dass diese sehr, sehr dunklen Gefühle zu etwas führen, ja, wirklich. Und die Idee, dass man mit Positivismus oder so, mit Optimismus drangehen muss, das hat einfach zu nichts geführt. Okay. Du warst ja damals sehr aktiv auch in der Bewegung, ich glaube, es hieß Quit Facebook Day, also wo ihr versucht habt, euch auf Facebook, auf der Plattform selber zu vernetzen, um dann kollektiv sozusagen Facebook abzuschalten, was gar nicht so unerfolgreich war, aber letztlich natürlich nicht dazu geführt hat, dass Facebook in irgendeiner Form empfindlich getroffen hätte. Wie siehst du momentan, wie stehst du zu dieser Idee des Plattform-Exodus, auch mit Blick auf das, was du dann Stacktivismus nennst? Stacktivismus ist ja sozusagen auch schon der Gedanke, dass wir Widerstand auch mit Blick eben auf konkrete technologische Vormachtstellungen vielschichtiger denken müssen, weil es eben nicht mehr nur um Plattformen geht, sondern es geht mittlerweile um Infrastruktur, das hast du auch schon angesprochen. Wo fangen wir jetzt an? Ja, Stacktivismus, das kann man hier in Deutschland, glaube ich, schon sagen, das ist eigentlich eine Hegelsche Bewegung, ne? In Richtung, nämlich, dass wenn wir verstehen, dass es eine Totalität gibt, dass das sehr, sehr viele Einblicke gibt und Sachen in Verbindung setzt, die wir bisher noch nicht miteinander verbunden haben. Ja, und das ist eigentlich das Gute an dieser Bewegung von Synthese, nämlich, dass wir anfangen zu sehen, dass es das Telefon gibt, aber auch Design gibt, dass es Betriebssysteme gibt, dass es Datencenter gibt, dass es Firmen gibt, die diese Protokolle beeinflussen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich dieser Stack, ne, dass man versteht, dass es verschiedene Ebenen gibt, die miteinander in Verbindung stehen. Und das hilft einem sehr, so einen Gesamtüberblick eigentlich zu bekommen von einem Feld, was sehr, sehr unsichtbar ist, und alles Mögliche versucht, unsichtbar zu bleiben und uns zu bewegen, darüber nicht zu reden. Mhm. Und zwar nicht zu reden in der Öffentlichkeit. Und das ist das Letzte wirklich, das vor allem Google natürlich will. Google setzt überall sehr, sehr viele Gelder ein, damit wir nicht über Google reden. Und das haben sie natürlich auch gelernt, vorher von Microsoft und vorher von IBM und so weiter. Also diese Strategie, bei Facebook ist es nicht so recht gelungen. Die haben das nicht so richtig verstanden, wie man verschwinden muss. Vielleicht werden sie es jetzt nach diesem Metaverse-Drama endlich kapieren, dass sie eigentlich
ihre Schnauze halten sollen und verschwinden sollen und dass sie dann noch viel größer werden können. Ja, perfekt. Ich würd da gleich einhaken, weil du wurdest eben gerade auch vorgestellt als einer der Begründer der Netzkritik. Ist dann die Aufgabe der Netzkritik, wir versuchen das ja auch schon seit ja, so ein paar Jahren, den Fokus auf gerade diese Großkonzerne so ein Stück weit zu leiten, ist es gerade dann eine Aufgabe, dass man sich mit diesen Konzernen, mit diesen Formen von Stack in gewisser Weise auseinandersetzt, dass man da immer wieder in die Wunde hineingeht oder wo würdest du die Netzkritik quasi verorten? Ja, wo in Deutschland kann man Internet studieren? Bitte. Wo geht man hin? Ja, das geht nirgendwo, nicht? Es gibt nicht einen einzigen Studiengang. Man kann Theater studieren, ja, ne? Überall, vielleicht sogar hier in Essen, Theater, ja, vielleicht, Film, vielleicht. Ja, aber nicht Internet, das kann man nicht studieren. Na, damit fängt schon an. Also als Medium ist es eigentlich jetzt schon so groß, dass es eigentlich ein Meta-Medium geworden ist, was so groß ist, dass es eigentlich eine Infrastruktur ist und so groß, dass man gar nicht mehr darüber reden kann. Man weiß nicht mehr, wo man richtig anfangen kann, wo das Ende ist, Anfang und Ende. Das wissen wir nicht mehr. Wir wissen auch, wer davon profitiert. Wir wissen auch davon, wer davon profitiert eigentlich, dass wir nicht Internet studieren können. Und damit haben wir eigentlich damals, Mitte der 90er Jahre, wo war das schon recht klar, in welche Richtung das gehen wird. Und natürlich kann man sagen, gut, die Programmierer, die studieren ja ICT, die studieren Computer Science. Ja, auch selbst dort, man kann sogar KI studieren. Ja? Es gibt KI-Studiengänge, ja? Sogar. Also das kann man studieren, aber nicht Internet. Und ja, das hat dann auch damit zu tun, dass die Elite, vor allem in Deutschland, Frankreich auch und in vielen Ländern, die haben das auch natürlich befürwortet. Die haben das ganz stark gesagt, gut, es gibt Medien, gut, Medien kann man studieren, ja, aber die haben doch ganz lange daran festgehalten, dass das Internet eigentlich eine Mode ist und dass diese Mode irgendwann verschwindet und Leute aufhören, Internet zu benutzen. Um noch mal kurz auf die Ursprünge der Netzkritik einzugehen. Ich glaube, dass sich aus meiner Perspektive zumindest sind einige Topoi immer noch sehr ähnlich, die sozusagen immer noch adressiert werden müssen, wo es extrem dringlich ist, ja, die einfach nicht verschwunden sind, weil sich Machtkonstellationen eigentlich nur verfestigt haben. Also ihr habt damals ja kalifornische Ideologie. Die kalifornische Ideologie beispielsweise, die wir alle sehr, sehr gut besser jetzt noch kennen. Ihr hattet da den Aufsatz auch in einem Sammelband, glaube ich, übersetzt, der im deutschsprachigen Raum erschienen ist, soweit ich mich erinnere, von Barbrook und Cameron. Würdest du denn sagen, mit Blick eben auf die Krisenkonstellation und die katastrophische Gegenwart, insbesondere die ökologische Dimension, dass da noch Aufgaben hinzugekommen sind? Gerade nämlich zum Beispiel die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Technik, Technologie und Ökologie vielleicht stärker zu beleuchten. Ja, und da kann man schon sagen, dass wir schauen natürlich sehr auf Elon Musk in so einem Fall. Aber da lässt sich auch sehr gut zeigen. Der hat jetzt als Hobby natürlich Twitter übernommen. Aber eigentlich war er natürlich ursprünglich im Bezahlungssystem tätig, Paper. dann in der Autobranche, Raumfahrt. Ja. Und letzten Endes dann auch diese soziale Medien und so als sein Spielzeug. Und das, glaube ich, ist schon enorm faszinierend zu sehen, zum Beispiel, welche Wichtigkeit die Logistik hier einnimmt. Zum Beispiel, also als Beispiel, ne? Logistik gibt es heutzutage gar nicht mehr ohne Internet.
nichts funktioniert, da die Container nicht, Schifffahrt, alles. Ja, und deswegen würde ich in dieser Netzkritik vielleicht in eine neue Phase doch ein bisschen versuchen, diese anderen Bereiche damit einzubeziehen und das Internet bitte nicht zu beschränken nur auf die Medienfrage, weil es eigentlich im Moment eigentlich eine Universaltechnologie ist, die in so vielen Berufen und Bereiche eingesetzt wird und essentiell ist. Ja, in gewisser Weise wird Netzkritik dann zu so einer Art Ideologiekritik, so ein Stück ja. weit. Ich hatte eben gerade, ja, deswegen, da versuchen wir es hinzuentwickeln. Ich hatte eben gerade gedacht, ein bisschen ketzerisch, weil du sagtest, in den 90er Jahren hat man das alles schon ein Stück weit gesehen. Also man konnte gewisse Sachen zumindest antizipieren. Kommerzialisierung des Internets, ne? Welche Konzerne daraus sich entwickeln, wie sich das entwickelt, das vielleicht nicht ganz. Obwohl, gehen wir mal von Google aus, die waren auch schon in den 90er Jahren aktiv. Mhm, ja. Ist die Netzkritik dann gescheitert, würdest du sagen? Konnten sie ihr Anliegen nicht in gewisser Weise in die Kanäle bringen? Gescheitert sowieso. Das aber sowieso. Wenn es sehr klein ist, macht es auch nichts so viel aus, wenn man scheitert. Ne? Also wenn es ein großes Projekt ist und als großes Projekt, so wie Sozialismus oder irgendwie ganz, ganz große Bewegungen weltgeschichtlich gesehen. Aber ja, die andere Antwort wäre vielleicht, die Netzkritik muss eigentlich noch anfangen. Die steht eigentlich erst am Anfang. Ne? Das ist die positive Leseart und dass man auch vielleicht Schlüsse ziehen kann, dass eine Gesellschaftskritik es nicht mehr gibt ohne diese Internet- und Technologiekritik. Dass wir unbedingt diese zusammen denken sollen. Ob wir jetzt schon so weit sind, das weiß ich nicht. Aber ich denke, für die junge Generation ist das, hört sich das so an, ja natürlich, selbstverständlich. Ne? Aber um das dann schrittweise auch durchzuführen, das sieht man dann vielleicht auch in den Arbeiten von Bernard Stiegler oder Yuk Hui und andere, das ist schon eine große Aufgabe und Neuland, nach wie vor. Also in dem Sinne, bitte fang an, vor allem hier in Deutschland, weil ich denke, hier ist die Lage nach wie vor ideal. Im 19. Jahrhundert haben auch alle nach Deutschland geschaut, aber heutzutage denke ich auch, so eine Kritik soll und muss hier aus Deutschland kommen. Ich sehe kein anderes Land, Italien vielleicht ein bisschen. Ich glaube, die sind doch eher auch auf der Seite noch von Gesellschaftskritik. Dazu dürfte es natürlich dann auch entsprechender Institutionen, und da sehen wir ja leider momentan auch das Problem, der Einfluss von Big Tech. Auch dort ist er sehr stark nachzuvollziehen, leider. Ja. Du hattest eben von dem KI-Studiengang gesprochen. Es gibt in London gerade an der UCL einen von Facebook finanzierten Computation-Studiengang, PhD-Studiengang. Also das ist nur ein Beispiel von sehr vielen. Ja. Wir sehen gerade hierzulande auch ein von Meta gesponsertes Metaverse Research Network und so weiter. Also, da bist du auch aktiv. ich höre zu. Ja. Also da sehen wir natürlich aber auch sozusagen auf Forschungsebene sehr stark den Einfluss von diesen Plattformkonzernen. Und da frage ich mich zum Beispiel auch, wie kommen wir dahin? Also auch institutionell, vielleicht magst du uns etwas über das INC, über das Institute of Network Cultures erzählen, wie ihr das geschafft habt, derart unabhängig und eigenständig zu bleiben. Ja, wir sind in Amsterdam nur mit drei oder vier Leuten, also das ist nicht sehr groß.
Aber gut, sehr viele, wie ihr auch und so viele andere, haben sich angeschlossen und es gibt sehr viele Leute, die in Amsterdam mitmachen oder von anderswo aus. Es ist natürlich vernetzt und es hat natürlich auch diese spezifische Pathos, vielleicht muss man sagen, einer vernetzten Initiative, die ganz inhaltlich auf bestimmte Themen und in bestimmte Richtungen arbeitet. Gut, wir bestehen jetzt fast 20 Jahre, das ist natürlich vor allem für das Internet natürlich eine recht lange Zeit. Was kann ich dazu sagen? Es gibt da kein Geheim. Ich glaube, wir benachtonen nicht so sehr diese akademische Schreibart, sondern wir haben einen offenen Begriff von Kritik und von Theorie. Wichtig dabei sind die Künstler und Designer, Programmierer auch. Aber schon, es gibt einen sehr großen Wert auf kritische Konzepte. Und kritische Konzepte sehe ich einfach so, wie Elias Canetti sie auch beschrieben hat, eigentlich als eine Art Kristall. Und diese Kristallen können wachsen und und die Entwicklung von und Netzkritik ist natürlich selbst auch so einer, ne? ist ein Konzept und wir sind natürlich ganz einfach darauf gekommen, ne? Wenn es ein neues Medium sich auftut, ja, warum nicht, dann soll es auch sowas geben. Gut, so einfach war es nicht. Mit Blick auf die Zeit wollen wir das einmal öffnen. Gerne. Deswegen, wenn irgendwelche Fragen es geben sollte, dann bitte. Ja, und ihr habt alle diese Bilder natürlich auch genossen, die hier vorbeigekommen sind. Vielleicht magst du uns sonst so ein bisschen was dazu sagen. Vielleicht magst du uns was dazu sagen, weil ich habe eine Interpretation. Sind es Memes? Ich weiß es nicht. es ist meine Sammlung von Bildern. Ich rede eigentlich nie über die einzelnen Bilder. Also, es ist eine parallele Welt, aber für mich ist es sehr wichtig, im Internetkontext zu sehen, dass sehr, sehr viel, was wir machen, auch in Bilder zum Ausdruck kommen. Sind nicht nur Texte, sind nicht nur abstrakte Konzepte, sondern das sieht man auch bei Memes, die das sehr, sehr gut schon zusammenführen. Sehr, sehr viel hat jetzt einen visuellen Wert und die Kritik von morgen wird eine visuelle sein. Davon sind wir sehr, sehr überzeugt. Und ich stehe dann auch ein bisschen in der Tradition, auch selber von Raphael Rosenthal. Ich meine, ich unterschreibe sehr, sehr viel, was er da behauptet hat, im Sinne von zum Versuch, so einen elementaren visuellen Sprache zu entwickeln. Und ich glaube auch, dass unsere Kritik sich so äußern wird und auch so sich verbreitet. Ja. Sehr schön. Fragen sind entstanden? Ja. Ja, da gibt es einen. Ja. Hello, thank you for your talk. I wanted to ask, like you said that this critique should come from Germany. Yes. But how do you envision the chain of responsibility? Who of groups, artists, scientists, Bundeskanzleramt?
the government, the private companies of who are financing projects who are not big as the top mentioned, but how do you see like the chain of professions and roles? Of course, everybody should be involved, but yeah, I know. I understand your question. I mean, where to start? I would like to say that there's a very important role that the humanities are playing, absolutely. Can be philosophy, can even be, you know, given a different name. So the philosophy of technology, for instance, you know, I would love if more fundamental work, very explicitly, would be done in that direction. I would also say that there still is a lot of work that needs to be done on the visual level. And of course, there was a while ago, you remember, Bildwissenschaften. Mm-hmm. But it was very small, and it was somehow, you know, very rooted in the art history, which is fair enough. But it was raising a lot of very important questions, but in fact, it had no way to address them to the digital realm, or let alone to the internet, let alone to the new Generation Z, let's say. So the gap in Germany between Bildwissenschaften and the world of memes was, you know, is a very, very big one, and we need to, but we need to bring them together. We need to make shortcuts there and say, okay, this is our world. This is the world we live in now. And we can do fundamental, and we have to do fundamental theoretical research, but knowing that it's deeply rooted in the everyday life of the digital. So. Ich sehe da aber auch ein Stück weit eine, ja, eine aufkeimende Verbindung in so eine Richtung. Ne? Also gerade jetzt mit den neuen Entwicklung in der KI sieht man, wenn du DALL-E oder Midjourney oder so etwas, so Analysen davon mal liest, ne, dann fängt da was an zu entstehen. Mhm. Weil du eben gerade die Philosophie angesprochen hast, Philosophie oder Technikphilosophie, du hast ja mit deinem Text in Anführungszeichen, um das nochmal rückzubinden, das Internet beerdigt. So. Ja. Und du hast aber auch was entgegengehalten, das hattest du in deinem Vortrag eben gerade schon genannt. Du bist mit Bernard Stiegler, deswegen Technikphilosophie, hast du darauf geantwortet mit seiner wunderschönen Formulierung, mit der Endautomatisierung. Da würde ich ganz gerne nochmal darauf zurückkommen, kurz vor Schluss, weil ich da das Gefühl hatte, dass du damit vielleicht eine Art, Ausweg aus dieser Misere so ein Stück weit verbindest. Ja, ich denke, dass die Kritik diese Automatisierung wird immer wichtiger. Ich meine, diese Roboterhunde, die da auf der Ausstellung zu sehen waren. Ich fand sie niedlich, aber ich habe direkt gedacht, habe ich wirklich, ich sollte eigentlich einen Teaser haben, ein Waffen haben, damit ich sie direkt neutralisieren kann. Ja? Weil ich sehe diese Roboterhunde nicht als harmlos, sondern ich sehe sie als direkte Bedrohung und als Feind. Weil ich weiß nämlich, wo sie auf der Welt eingesetzt werden, und das ist zur Überwachung und direkte für Repression. Für Repression, aber mit auch direkter Warnung, dass sie auch tödlich sind. Das heißt, diese Hunde, sie schauen so aus, aber sie werden direkt schießen. Und zwar erschießen. Ja, das heißt,
sie sind nicht harmlos. Hm? Deswegen, ich fand das vorhin ganz interessant, vielleicht binden wir das noch an ein Panel vorhin zurück, die Reaktion, die man häufig hat. Du sagtest auch, ich kann das irgendwie niedlich empfinden, aber ich habe dann bei sofort auch, weil wir über Taktgefühl hier sehr viel gehört haben, auch an die prometheische Scham gedacht von Günther Anders, und die ersten Reaktionen waren, fand ich nicht ganz immer so, dass sie, ach, wie niedlich ist das, sondern es ist durchaus, deswegen finde ich einen wichtigen Punkt, manchmal mit so einer Form von Entfremdung. Ja, gut, anderes Beispiel, ne? Natürlich, wir reden über diese Roboterhunde, sind sie niedlich oder nicht, aber eigentlich seit über 5 Jahren oder so sind wir dabei, ein Inventar zu machen über Drone-Kritik. Mhm. Ne? Ja. Fast nicht aufzutreiben. Das ist fast niemanden, der dazu arbeitet. Ne? Sehr, sehr wenige. Mhm. Jetzt im Ukraine-Krieg werden sie massiv eingesetzt. Mhm. Wir haben es eigentlich voraussehen können. Ne? Wir haben so was wie eine Vorahnung gehabt. Jetzt sind wir mittendrin. Und wir verstehen eigentlich sehr, sehr wenig davon. Auch bei Drones, ich habe auch mit Drones gearbeitet, mit einem Freund aus Schweden, ich habe sie benutzt, aber ich habe immer gedacht, die sind nicht harmlos. Ja? Und direkt danach, habe ich gesehen, dass es sogar Consumer-Drones gibt, die Bomben abwerfen. Ja? Dazu sind sogar die billigsten Exemplare dazu in der Lage. Deutsche Minientheorie ist genau darin verortet, dass, weiß ich nicht, jemand wie Kittler gesagt hat, wenn man Rockmusik hört mit den großen bummernden Subwoofern, dann ist das ein Missbrauch von Heeresgerät. Ja. Deswegen in gewisser Weise kommt da vieles wieder so ein Stück weit zusammen. Natürlich. Noch einmal vielleicht zu dieser wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, vielleicht nicht ganz in den Drohnenkrieg abdriften. Deswegen vielleicht noch mit dieser Idee von Stiegler so ein Stück weit enden, die du mit dem Anthropozän angesprochen hast. Etwas, wie gesagt, deswegen Entautomatisierung als eine Art vielleicht Leitlinie. Zum Abschluss dann ein wichtiger Begriff da, ist diese Informationsentropie. Mhm. Und die sehe ich schon, dass die schon sehr, sehr nah sind. Ein Warnungssignal war für mich wirklich auch diese Krise in den letzten Jahren von den Suchmaschinen. Ja, wir reden darüber nicht so viel, aber es gibt eine wirklich fundamentale Krise, weil Leute nichts mehr auftreiben können. Sie versuchen irgendwas noch einzugeben, aber sie kriegen nicht mehr, was sie suchen. Und für Stiegler ist das ein Beispiel von reiner Informationsentropie und was ich dann auch Peak Data nenne. Ja, also das, man kann noch mehr Informationen sammeln und so weiter und so fort, aber wenn man diese Entropie erreicht hat, macht das nichts mehr. Der neue Information hat keinen Mehrwert mehr. Das heißt auch, mehr Information führt eigentlich zu weniger Wert. Ne? Und das ist Big Data. Hm? Und da sind wir im Moment. Aber das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns sowas realisieren, weil überall um uns drum wird nur gesagt, mehr Daten führen zu mehr Kenntnisse. Ne? Überall. Das ist doch logisch. Aber das funktioniert nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit für eine Abschlussfrage haben. Ich würde vielleicht noch eine kurze stellen, damit wir ein bisschen auf einer zukunftseröffnenden Perspektive vielleicht enden. Könntest du uns noch mal ganz kurz was über die Idee der organisierten Netzwerke erzählen und wie du darüber jetzt im Zeitalter des Extinction-Internets nachdenkst?
Ja, eigentlich ist es ein ganz einfaches Konzept und die sind, so wie bei Raphael Rosen da schon gezeigt wurde, die einfachsten Sachen sind sie, die am meisten, sagen wir mal, zu der Einbildungskraft sprechen. Und ja, organisierte Netze sind einfach das genaue Gegenteil von diesen schwachen Verbindungen, die in den sozialen Netzen und in Plattformen immer wieder, nämlich, dass wenn du mehr Freunde hast, bist du glücklicher. Nein, organisierte Netze zeigt, dass man sehr, sehr effektiv sein kann mit 5 oder mit 10, 20 Leuten. Und dann, wenn das wächst und man mit 200 ist, geht es auch noch mehr oder wenig. Ja? Mhm. Aber diese Wachstumsidee, die hat nur Profit für die Plattformen gebracht, aber nicht für uns. Und wir müssen verstehen, dass eigentlich kleine und recht gut organisierte Netze können einen Riesenunterschied machen heute. Ja, sehr schön. Das war doch, glaube ich, ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne. Vielen Dank. Danke sehr. Danke sehr.